Herzlich willkommen zum Horizonterweiterer Videoblog zum Thema Dualität. Wir leben in der Dualität, wir sind in ihr quasi gefangen, wir können nicht entkommen. Überall, wo wir nur hinschauen, haben wir Dualität. Oben und unten, innen und außen, heiß und kalt, Sommer, Winter, Tag, Nacht, hell, dunkel, schön, hässlich. Selbst auf Zellebene, in unserem eigenen Körper, erleben wir Dualität. Wir haben einen ständigen Wechsel zwischen zwei Polen, die sogenannte Kalium-Natron-Pumpe. Und wenn dieser ständige Wechsel zwischen den beiden Polen aufhört, stirbt die Zelle. Das heißt, diese Dualität, dass zwei gegensätzliche Pole da sind und wir hin und her gerissen sind zwischen den Polen, ist die Grundlage überhaupt für Leben. Selbst unser gesamtes Universum basiert auf Dualität, denn es gibt nicht nur die Materie, es gibt auch genauso viel Antimaterie und nur deshalb ist alles im Gleichgewicht. Wir Menschen verdrängen gerne die Dualität, denn wir mögen sie nicht. Wir mögen ja nur das Schöne, das Gute, das Angenehme, das Warme, das Helle. Die anderen Dinge, die verdrängen wir. Am besten nicht hinschauen, wegdissoziieren. Das geht auch mal kurzfristig gut, langfristig aber niemals, denn es erzeugt einen Stress auf Zellebene und daraus entstehen Krankheiten. Warum entsteht ein Stress? Ganz einfach, es ist gegen das Leben. So wie meine einzelne Zelle im Körper einen ständigen Wechsel braucht zwischen beiden dualen Seiten, um zu leben, so brauche ich das auch im Außen. Das heißt, ständig nur lauwarm ist nicht. Das funktioniert nicht. Das spüre ich auch selbst schon. Das ist langweilig. Ich brauche Kälte, ich brauche Hitze, ich brauche den Wechsel dazwischen. Und dann darf es auch mal lauwarm sein, aber nur einen kurzen Augenblick. Ich beschreibe das immer so. Wenn ich eine Münze in die Hand nehme und ich schaue nur die Seite an, die mir besonders gut gefällt, dann habe ich trotzdem auch die andere Seite, die mir nicht gefällt, in die Hand genommen. Ich habe sie mit angenommen. Automatisch. Für uns Menschen bedeutet das, wir sind in der Dualität gefangen, wir können nicht aussteigen, nicht flüchten. Aber dieser ständige Wechsel erzeugt Stress, erzeugt auch Angst und wir versuchen das zu vermeiden. Eine Lösung für viele ist dann die Vision, irgendwo muss es doch einen Ort geben außerhalb der Dualität. Und dieser Ort wird dann in den Himmel verlagert, das Himmelreich, das Paradies. Schöner ist die Darstellung im Buddhismus. Da wird von Nirvana gesprochen. Nirvana ist ein Ort, wo nichts mehr ist. Kann auch nicht, denn, wie wir ja schon festgestellt haben, die Dualität ist Grundlage des Lebens, also kann im Nirvana nichts mehr leben. Und sie ist auch Grundlage des Universums, denn selbst unsere Materie ist Teil der Dualität. Es gibt ja auch die Antimaterie. Also kann im Nirvana auch keine Materie existieren. Da existiert vielleicht nur Geist, vielleicht nur Intention, vielleicht aber auch gar nichts mehr. Und diese Zustände, Himmelreich, Paradies, Nirvana, die sind sehr positiv beladen. Da sehen wir uns alle danach, weil die für uns ein Sinnbild sind für einen Zustand der Stressfreiheit. Nicht mehr den verschiedenen Kräften unterworfen sein, nicht mehr hin und her pendeln in der Dualität, endlich loslassen. Bedeutet aber auch nicht mehr im Leben sein. Was bedeutet das jetzt für uns? Nun, eine Möglichkeit, um besser mit der Dualität umgehen zu können, ist nun mal, die Dualität bewusst anzunehmen. Wissend, dass es immer auch die andere Seite gibt, dass grundsätzlich auch irgendwo die dunkle Seite dabei ist und die vielleicht auch mal bewusst anschauen. Aus diesem Wissen heraus, aus einem anderen Blickwinkel heraus, und das alleine kann schon helfen, aus diesem Leid herauszukommen, jetzt bin ich nicht mehr in dem, was mir gefällt, jetzt bin ich im Negativen drin, wissend, wir haben Ebbe und Flut, wir haben Wellenberge und Wellentäler und auch der Surfer kann nicht immer nur oben auf der Welle sein, der ist sogar die meiste Zeit eher unten. Das heißt, dieser ständige Wechsel ist Teil des Lebens und das zu akzeptieren, ist die Grundlage für ein entspanntes, stressfreies Leben.